Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Wir sind am Start und ich muss leider zugeben, ja, es gab ein Problem mit meinem Mikrofon. Ich habe das eigentliche Mikrofon nicht angeschlossen gehabt. Dementsprechend war die Soundqualität des Live-Commentaries total für den Arsch und deswegen machen wir das heute nachkommentiert. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. In der heutigen Episode geht es einmal gegen Crystal Palace, das heißt gegen Alan Pardew, wie ihr schon im Titel lesen könnt, und gegen den FC Liverpool, beziehungsweise damit verbunden auch den Liverpooler. Wird auf jeden Fall interessant. Bin gespannt, ob wir da Punkte mitnehmen können. Ich weiß es zwar jetzt schon, aber ich werde natürlich nicht spoilern. Wenn euch die Episode gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da ist eine großartige Unterstützung. Ihr wisst, eine bessere könnt ihr mir gar nicht zugutekommen lassen. Und ich freue mich da immer tierisch drüber, gerade bei der Karrieremodus mir auch ein bisschen was bedeutet, weil mir die Serie mit am meisten hier Spaß macht. Und ja, Newcastle, der letzte Saison auch schon so gut von euch nicht nur akzeptiert, sondern auch gefeiert wurde. So, wir haben hier noch so ein paar Spieler, die wir scouten. Kevin Campbell unter anderem, genauso wie auch Jairo und ich glaube Nastasic auch oder irgendjemand noch. Kann auch sein, dass ein Flügelspieler war. Aber ist ja auch im Endeffekt egal, denn momentan können wir sowieso keinen Transfers machen und müssen uns aufs Spiel konzentrieren gegen Crystal Palace. Werden ein bisschen in der Startelf umstellen, so ein bisschen mehr auf die ja, höher gerateten Spieler zurückgreifen, abgesehen von TOT, da stellen wir Chan hin, der kriegt wieder seine Chance und ansonsten bleibt das so. Mal sehen, wie das laufen wird gegen Crystal Palace. Ach genau, Mitrovic spielt von Anfang an anstelle von Pato, das ist auch noch eine echte Änderung. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal viel Spaß und diese Änderung in der Verteidigung, Linksfuß auf links, Rechtsfuß auf rechts, könnte den Effekt haben. Bis gleich. Newcastle United zu Gast beim ehemaligen Trainer bei Alan Pardew, der mit Crystal Palace im Selhurst Park heute Punkte wegstiebitzen wollte von den Magpies. Natürlich keine einfache Aufgabe, allerdings die Magpies momentan in so einer kleinen Schwächephase, trotz dessen sie ja gut eingekauft haben und die Transfers am Anfang gut eingeschlagen haben. Momentan läuft das gerade offensiv einfach nicht so sonderlich gut, deswegen heute auch eine Überraschung in der Startelf, aber dazu gleich mehr. Wir gucken uns erstmal Crystal Palace an, Spironi im Tor davor, Murray, Upper Delaney, McCarthy und Suarez in der Defensive, March und Jelinek auf der 6, Chung Yong, Bolasie und Chamakh in der Offensive hinter Fraser Campbell, der Stürmer von Crystal Palace, bisher mit einer relativ schwachen Leistung in der Saison, beziehungsweise mit schwachen Leistungen in der Saison. Heute sollte es besser werden, wenn Newcastle, Krull, Yamat und Mbemba, Pogba und Haidara in der Defensive, davor Sissoko und Emre Can wieder mal in der Startelf, Thauvin und Zaha auf den Flügeln und davor auf der 10, Wijnaldum und Alexander Mitrovic, überraschend in der Startelf anstelle von Alexandre Pato. Zaha kehrte für den ja zuletzt nicht so erfolgreichen Rolando Arons in die Startelf zurück. Graham Scott, der Leiter der Partie, pfiff das Ganze dann an und es sollte eine sehr spannende Partie werden. Die Crystal Palace Fans feuerten ihr Team schon vor Spielbeginn an. Nach vorne wollten sie peitschen. Allerdings ging es zunächst einmal mit Newcastle los. Zwar war Crystal Palace in der Offensive, allerdings schossen sie nicht so wirklich aufs Tor und deswegen, naja, kam Newcastle wichtiger nach vorne. Allerdings diese Szene hier, ja, direkt zum Anfang bitter für Crystal Palace. Es geht erstmal weiter. Emre Can gewinnt den Zweikampf fair mit Ball und spielt den dann nach vorne. Allerdings, ja, hatte sich Matsch in dieser Situation verletzt. Musste direkt nach 2 Minuten raus. Bitter für Crystal Palace. Can entschuldigte sich. Und dann ging es, wie gesagt, los mit dem Offensivpressing von Crystal Palace. Sie spielten sich vorne fest, schlossen aber nicht ab. Das tat Newcastle dann über einen Konterball auf Mitrovic von Wijnaldum. Schöner Übersteiger und der Abschluss einfach mal, und Spironi ist da und hält seine Mannschaft hier zunächst einmal das 0:0 fest. Trotzdem war Newcastle besser und ja, es war gab ein paar Unkonzentriertheiten im Spiel von Crystal Palace. Gut zu sehen hier, das war schon riskant mit Spironi und dann der Ballverlust zum zweiten Mal hier gegen, ja, Florin Thauvin. Der spielt den Ball weiter nach vorne auf Emre Can, der das da gut macht, behauptet den Ball auf Sissoko und der zieht einfach mal ab und Spironi lenkt den Ball noch über die Latte. Schöner Versuch des französischen zentralen Mittelfeldspielers bei Newcastle United. Der Kapitänsdiskussion mit Wijnaldum angefangen. Die beiden werden sich in der Winterpause beraten haben. Mbemba ist erstmal wichtiger. Die Ecke reingebracht und der Kongolese mit seinem zweiten Tor hintereinander bereits letzte Woche erfolgreich gewesen. Und diesmal ist es nicht mit dem Fuß, sondern mit dem Kopf. Die Ecke wunderbar reingebracht, genau auf den Kopf des Innenverteidigers. Der steht da einfach nicht genug bedrängt. Spironi kann nichts machen und es ist die Führung für Newcastle United. Das war relativ verdient. Wie gesagt, in der Anfangsphase war Crystal Palace drückender, aber dann kam Newcastle und machte direkt weiter über Haidara. Es gab Nachlässigkeiten, wie gesagt, hier Mariappa mit dem Riesenfehler. Haidara geht allein aufs Tor zu uns. Spironi hat Glück, dass er kein Rechtsfuß ist und dementsprechend diesen Ball direkt in die Arme bekommt. 35 Meter Freistoß, 45. Minute. Sissoko versucht es mal wieder aus der Distanz. Abgefälscht, der Ball aber noch nicht geklärt, kommt nämlich zu Florentin Pogba und auch der ist kein Rechtsfuß und scheitert dementsprechend an Spironi, der eine richtig gute Partie machte bis zu diesem Zeitpunkt. Nur halt öfter alleine gelassen wurde
von seiner Defensive, die einfach haarsträubende Fehler machte, beziehungsweise Unkonzentriertheiten leistete. Und das wurde auch in Durchgang 2 nicht anders. Und Bemba brachte seine Mannschaft in Führung, machte zu diesem Zeitpunkt den Unterschied. Und in Halbzeit 2 gab es, Überraschung, Überraschung, zunächst einmal nichts von Crystal Palace, sondern nur von Newcastle. Allerdings dauerte es ein bisschen, bis sie wieder zwingend nach vorne kam, schaltet ein bisschen im Tempo zurück. Das ist Zaha über außen mit der Flanke. Und da ist Thauvin, der versucht mal, stand aber ohne in dem Abseits. Dementsprechend blieb es beim 0:1. Dann kam Crystal Palace nach vorne und versuchte mal so ein bisschen zu kontern. Und das bei 0:1 Rückstand. Chamack mit dem Ball. Und jetzt der Ball auf den nicht im Abseits stehenden Kabay, der Lequeur auf Connor Wickham. Und es steht 1:1. 70. Spielminute. Die erste richtige Chance in der Partie für Crystal Palace. Und es ist direkt der Ausgleichstreffer. Kein Abseits hier von Kabay. Da hatte die Abwehr von Newcastle einmal kurz geschlafen. War eine ganz hauchzarte Entscheidung. Und dann hat Wickham keine Probleme mehr, vor dem Krüller aufzutauchen und das 1:1 zu erzielen. Aber wir gehen in die Schlussphase der Partie. Es passierte nicht viel. Newcastle war aber sauer und kam irgendwie zurück. Und wie natürlich durch Unkonzentriertheiten. Hier haben wir Spironi mit dem Ball auf MacArthur und der verliert den im Mittelfeld. Unfassbar schlechter Pass. Ball kommt auf Pato, der legt nochmal quer auf Florin Thauvin und der kommt nicht mehr an den Ball ran. Spironi ist da. Allerdings war das noch nicht das Ende der Partie, denn eine Situation gab es noch. Hier der Ball von Jung zurückgespielt auf Delaney mit viel zu viel Druck zu Spironi. Der kann ihn nicht kontrollieren und das ist das 2:1 für Newcastle. Von allen guten Geistern verlassen. Spironi mit dem Riesenfehler. Er haut sich dieses Ding selber rein. Nicht weggeschlagen, nicht einfach in die Hand genommen oder irgendwie rausgehauen. Nein, mit der Brust ins eigene Tor gelegt. Unfassbar schlechte Aktion von Spironi, von Julian Spironi, dem argentinischen, ja, ehemaligen Nationaltorwart. Und dementsprechend das 2:1 für Newcastle. Crystal Palace versucht zurückzukommen mit MacArthur. Der versucht sie nochmal mit dem Abschluss. Aber Krüll ist da und hält seiner Mannschaft den Sieg fest. Last-Minute-Sieg also für Newcastle United gegen Crystal Palace. Die hätten hier niemals verlieren müssen. Sie kamen zurück, standen hinten sicher und dann doch wieder die Unkonzentriertheiten. Und im Endeffekt ist es Julian Spironi, der da den Fehler macht und dementsprechend den Sieg für Newcastle United. Die mitgereisten Toons waren natürlich sehr zufrieden damit, mit diesem Sieg. Chancellor im Bemba mit dem einzigen Tor, das Newcastle selber erzielt hat. Aber es reichte halt zum 2:1 Sieg. Damit rutschen sie in der Tabelle etwas weiter nach vorne, halten den Anschluss sogar an die internationalen Plätze. Und ja, Crystal Palace steht weiter unten drin. Tabellenplatz 15 momentan für die Männer, ja, der Eagles. Wir gewinnen gegen Alan Pardew. Smack my bitch up Bonus diesmal nicht, sondern eher put my ball into my own net Bonus. Ich habe keine Ahnung, was Baroni da gemacht hat, aber diesmal mal ein FIFA-Fail auf meiner Seite, was natürlich ganz schön ist. Pato vergisst das Tore schießen, das ist der weniger schöne Aspekt. Wurde ja nur eingewechselt, aber hat halt nun mal nicht getroffen. Und das ist nicht sonderlich schön, denn das soll normalerweise ja anders sein. Hat am Anfang sehr, sehr gut gespielt. Mittlerweile so ein bisschen in der Krise. Jetzt gegen Liverpool wird er wieder in der Startelf stehen. Und mal sehen, ob da eventuell ein bisschen was anders läuft. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Liverpool übrigens überraschenderweise selber sehr, sehr schwach in dieser Saison gestartet, sind auch nur auf der Tabellenplatz 15. Das heißt, ja, die sind weiter unten als wir, genauso weit unten wie Crystal Palace und gegen Palace haben wir gewonnen. Haben wir uns aber schwer getan, trotzdem ist Liverpool ein Top-Team und gegen die, ja, haben wir ja bisher ganz gut ausgesehen. Das heißt, auch heute soll das natürlich genauso weitergehen. Ich entschuldige mich übrigens schon mal im Voraus für meine Stimme, die ist nicht ganz fit, ich weiß das. Allerdings war ich gestern im Stadion, wie ihr wisst, also es ist heute Samstag, wo ich dieses Video aufnehme. Ich war gestern im Stadion und ich habe halt trotz der Niederlage gebrüllt. Und dementsprechend kann man da nicht so viel machen, aber ich denke mal, so schlimm ist es nicht. Denn das zeigt einfach nur, dass meine Emotionen nicht nur im Karrieremodus da sind, sondern auch in der realen Karriere von Hannover, die ja momentan Richtung zweite Liga, Leute. Das ist das Ziel, was wir haben, dass das nicht passiert mit Newcastle United. Wir wollen eher auf die internationalen Ränge schielen und wir haben wenig Rückstand und genau das wollen wir jetzt ausnutzen gegen Liverpool. Wir hatten wieder mal Länderspielpause, sind mittlerweile im Dezember angekommen und am Nikolaustag geht es gegen den Liverpooler, gegen Jürgen Klopp und gegen seine Schützlinge. Wird natürlich keine einfache Partie. Wir haben da, ja, starke Spieler mit Benteke, mit Firmino, Coutinho mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der verletzt ist oder ob der einfach weggewechselt ist. Auf jeden Fall stand der nicht im Kader für diese Partie. Wir haben ja nochmal so ein paar Spieler wie Elvis Manu, der eventuell als Ersatzspieler interessant werden könnte in der Winterpause. So als Bankwärmer, der quasi ab und zu mal reinkommen könnte und einen Unterschied macht. Vielleicht gar nicht so interessant. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von Elvis Manu? Meint ihr, wir können ihn eventuell holen? Ist auch Niederländer, passt dementsprechend so ein bisschen ins Konzept. Beziehungsweise sagen wir mal so, er ist Niederländer und Ghanaer. Also irgendwie passt das einigermaßen. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir gehen in die Partie mit unserem Innenverteidiger, der das erfolgreich war. Ich wünsche euch viel Spaß und wer weiß, vielleicht macht Mbemba ja sein drittes Tor im dritten Spiel. Kann ja durchaus passieren. Bis gleich.
Newcastle United hatte den FC Liverpool zu Gast im St. James' Park und bisher lief es für die Schützlinge vom deutschen Trainer Jürgen Klopp alles andere als gut. MGT auf der anderen Seite, das Duell der deutschen Trainer und das Duell des momentanen Tabellen-Siebten gegen die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga, momentan auf Tabellenplatz 20. Nur 4 ihrer Punkte hatten sie bisher geholt, 17 auf dem Konto von Liverpool, das heißt 13 Punkte zu Hause und wie gesagt gerade mal 4 auswärts und Newcastle war bisher zu Hause relativ unschlagbar gewesen. Und das wollen sie natürlich auch heute wieder unter Beweis stellen. Bei Liverpool stand so ziemlich die beste Hälfte auf dem Platz. Allerdings musste das, hier sehen wir übrigens die Statistik, hinter Stoke City und natürlich auch noch hinter Southampton und Bournemouth beispielsweise. Ja, das sieht nicht schön aus. Bei Liverpool saß unter anderem eine sehr, sehr wichtige Personalie auf der Bank mit Daniel Sturridge, der stand nicht in der Startelf. Dafür aber Roberto Firmino, ehemaliger Hoffenheim. Wir gucken erstmal das Personal von Newcastle United an. Krüger, Matembemba, Pogba, Haidara, Sissoko, Can, Zobosa, Harvey Naldum und Alexandre Pato. Pato, die einzige Änderung im Vergleich zur Vorwoche, wo man einen glücklichen Sieg gegen Crystal Palace einfahren konnte. Mitrovic saß wieder auf der Bank, hatte zwar überzeugt, aber Pato sollte das Vertrauen von Trainer MGT spüren, damit er wieder in die Erfolgsspur zurückfindet. Auf der anderen Seite Bogdan im Tor, davor Nathaniel Klein, Sarko, Skrtel, Gomez und Schrivella auf der 6, dann Firmino, Allen und Lallana im Mittelfeld zusammen mit Benteke und Moreno auf den Flügeln. Ja, Lallana und Moreno weiter vorgezogen, normalerweise auch als Außenmittelfeldspieler. Heute, wie gesagt, ein bisschen weiter vorne, sollten in der Offensive für Belebung sorgen. Überraschend übrigens Bogdan im Tor und nicht Mignolet. Das lag einfach daran, dass die Leistungen des Belgiers bisher die Saison nicht gut genug für Jürgen Klopp waren und deswegen baute er auf die Dienste des Ungarn im Tor von Liverpool. Wir gehen rein in die erste Szene der Partie und die hatte Newcastle United nach knapp 5 gespielten Minuten. Alexandre Pato versucht hier gleich mal, geht in den 16er, macht das klasse, guter Abschluss, aber Bogdan ist da und kann diesen Ball zur Ecke abwehren. Das war die erste gute Tat des Ungarn gegen den starken Brasilianer, der zuletzt ja eine Schwächephase hatte, aber hier direkt mal gut nach vorne spielt. Es ging weiter mit Chancen für Newcastle. Ja, hier wird Wijnaldums Schuss abgefälscht. Allerdings spielte wirklich nur die Heimmannschaft hier bisher absolut nichts von Liverpool. Und dann diese Aktion von Martin Skrtel. Und das gibt nach gerade mal 24 gespielten Minuten die glattrote Karte für den slowakischen Innenverteidiger. Da muss er niemals so hingehen gegen den Niederländer. Klar ist der vorbei, aber trotzdem eine sehr ungefährliche Situation an sich. Und dann geht er von hinten in die Beine, nicht mal auf der Seite des Balles, nein, einfach nur in die Ferse. Und dementsprechend vollkommen zu Recht hier die rote Karte. Wir sehen es in der Wiederholung. Der Ball auf der linken Seite, er kommt von rechts reingesprungen, von hinten in die Beine und da gibt es nur eine richtige Entscheidung. Der Freischuss ausgeführt von Moussa Sissoko, dem Kapitänskandidaten für die Winterpause. Wunderbarer Ball auf Florentin Pogba und der versucht mit dem schwachen rechten Fuß, das sah gar nicht so schwach aus, allerdings halt weiterhin 0-0. Trotzdem war Newcastle das deutlich bessere Team. Liverpool kam überhaupt nicht nach vorne, das ist Wijnaldum mit dem Ball auf Alexandre Pato, der versucht mal wieder und wieder, ist Bogdan da, der machte eine richtig starke Partie und hielt seine Mannschaft hier im Spiel. Die anschließende Ecke von Moussa Sissoko in die Mitte gebracht, da ist Sahar, der Ball kommt nochmal raus auf Moussa Sissoko, der versucht zum zweiten Mal, nochmal kriegt er den Ball nicht zurück, sondern hier die Balleroberung von Chancel Mbemba zum zweiten Mal, Mbemba, der wird auch nicht, der wird ja wohl, das dritte Tor im dritten Spiel hintereinander für den kongolesischen Innenverteidiger, der ist jetzt angekommen bei Newcastle United und macht das hier einfach richtig klasse, wunderbare Balleroberung, kein Foul, einfach nur in den Körper reingestellt und das reicht und dann ist der Abschluss zu stark aus kurzer Distanz für Bogdan und es steht 1-0. Newcastle wollte weiter nach vorne spielen, war euphorisiert und vergaß darüber das Verteidigen. Mbemba verlängert selber. Firmino ist da. Erste Chance für Liverpool. Und es steht direkt 1-1. So schnell kann es dann gehen. Die erste, auch nur im Ansatz gefährliche Aktion in der Offensive von den Reds. Und dann ist direkt Firmino da, der ehemalige Hoffenheimer. Und er trifft für Jürgen Klopps Mannschaft. Das war gut gemacht von Allen. Schwach von Mbemba. Der verlängert den Ball in die Mitte. Krüll sieht auch nicht gut aus. Haidara kommt nicht in den Kopfball. Und es steht plötzlich 1-1. In der zweiten Halbzeit passierte dann nicht mehr so viel. Erst nach 70 Minuten mal wieder eine Offensivaktion. Newcastle, ja, verlagerte das Spiel komplett in die Halbzeit, in die Hälfte natürlich von Liverpool. Allerdings kamen sie nicht zu Abschlüssen. Auch hier ein gutes Beispiel. Wijnaldum kommt nicht mehr an den Ball ran. Allerdings Bogdan, ja, dessen Ball wird zum Bumerang. Mbemba gewinnt das Kopfballduell. Das ist Emre Can, ehemaliger Liverpooler, übrigens vor der Saison gekommen. Alexandre Pato bekommt den Ball und ist schneller als Kamil Glick und zieht ab und macht das 2-1 in der 71. Spielminute. Die erneute Führung für die Magpies. Und da ist die Krise beendet von Alex Pato. Er trifft endlich mal wieder. Das war wunderbar gemacht. Glick ist zu langsam auf dem Bein. Newcastle jetzt in Führung und Newcastle machte direkt weiter. Liverpool war richtig verunsichert. Bogdan mit dem Ball nach vorne und Klein hier mit dem Riesenfehler gegen Haidara. Der erobert sich den Ball und dann sind es 3-1 für Newcastle United. Der Ball geht rüber und zwar auf Emre Can und der macht das Tor gegen seinen Ex-Verein. 3-1 in der 76. Minute. Die zwei Tore Führung für Newcastle und die Entscheidung im St. James' Park. Liverpool über die gesamte Spielzeit einfach zu Tor ungefährlich und dann liefen sie durch dumme Aktionen in solche Konter rein und Emre Can hat keine Probleme mehr.
diesen Ball aus knapp 14 Metern ins Tor zu hauen. Bogdan chancenlos und es ging weiter bei Newcastle in der Offensive. Wieder ein Fehler, diesmal Schiri Waller mit dem Fehler gegen Zaha. Der kann sich durchsetzen, ist schneller, geht in den 16er und der Pass auf den Elfmeterpunkt. Und da steht Pato, 4:1, 84. Minute. Der Brasilianer schießt sich mit dem linken Fuß aus der Krise. Direktabnahme mit dem schwachen Linken vom Elfmeterpunkt aus einer ungünstigen Schussposition an sich. So musste den auch erstmal machen, aber er macht es halt und schießt sich somit wieder in die Medien, schießt sich somit wieder das Vertrauen, das Selbstvertrauen auch zurück und das war natürlich wunderbar. Es ging sogar noch weiter, aber dazu gleich mehr. Bogdan zum vierten Mal geschlagen, zum vierten Mal chancenlos. Das war einfach schwach in der Defensive von Liverpool. Die ließen sich auskontern, ließen sich ausspielen. Glick viel zu weit weg von Pato und der macht das einfach super und hatte sogar die Chance auf seinen Hattrick. Der eingewechselte, ja, Perez mit der Balleroberung, Sissoko auf den ebenfalls eingewechselten Aaron und der ist viel zu schnell. Glick rückt raus, wieder ist Pato frei vorm Tor und diesmal verzieht er knapp am linken Pfosten vorbei. Es sollte nicht sein mit seinem Hattrick, aber es war egal. Denn Newcastle United gewinnt mit 4:1 zu Hause gegen den letzten Liverpool. Die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga beweist wieder mal, dass sie momentan einfach nicht jeglichen Gegnern gewachsen ist, wenn sie zu denen reisen muss. Newcastle schießt sich mit 4 Toren aus der Torkrise. Zuletzt 2 Tore, davon ein Eigentor, 1 von einem Verteidiger. Davor die Woche auch mit einem Verteidigertor und jetzt Alexandre Pato mit immerhin 2 Stürmertor mal wieder. Das ist ganz wichtig für die Magpies, die weiter den Anschluss halten an die oberen Plätze in der Tabelle. Liverpool rutscht immer weiter ab und muss aufpassen, dass sie nicht sogar in den Abstiegskampf kommen. Jürgen Klopps Mannschaft verliert mit 4:1 gegen die Mannschaft von MGT. Es wäre teilweise angebracht, mal Luft zu holen zwischendurch, aber ihr wisst, ich kann das nicht, weil sonst kriege ich nicht alles, was ich sagen will, in diese Spiele rein. Die Szenen folgen so kurz aufeinander, das geht so schnell alles, deswegen muss ich einfach so kommentieren. Das ist für Bundesliga-Kommentatoren beispielsweise deutlich einfacher. Für mich wäre das auch einfacher, weil die haben einfach nochmal 15 Minuten Szenen Vorlauf so gefühlt, bis der Ball mal wirklich zu einer gefährlichen Szene kommt. Bei mir ist das halt nicht so und ich will halt immer zu allem was sagen und deswegen muss ich da einfach so teilweise auch mal Double Time oder ohne Luft zu holen reden, aber ich denke mal trotzdem, das war ganz okay und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, in der nächsten Episode geht's dann weiter. Momentan läuft's gut und jetzt geht's im Capital One Cup weiter gegen Manchester United. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit 3 Spielen in einer Episode. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Pato trifft endlich wieder, das wollte ich sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis dann. Haut rein und ciao.